Hallo, heute hier aus Köln. Heute ist der 6.3.2024 und wir befinden uns auf der Rückseite vom Dom, vom Hauptbahnhof. Und genau, also hier ist Neustadt Nord. Das heißt, hier haben die Leute 2021 mit 42% die Grünen gewählt und nur mit 2% die AfD. Und deswegen gucken wir uns heute mal um, was die Leute so zu sagen haben. Zum Beispiel wollen wir auch zur AfD was fragen. Aber genau, wir hoffen, wir werden es überleben. Und dann gucken wir mal, wer uns was sagen möchte. Wie, also politischer Schlagabtausch. Wie findet ihr die AfD? AfD? Ja. Also ich finde, persönlich, wir haben schon ein paar Sachen, wo ich nicht zustimme. Mhm. Aber ja, ist jedem sein so, würde ich mal sagen. Jeden ja. So seine ja, genau. Das ist ja sehr differenziert, finde ich. Genau. Und wenn man jetzt sagt, dass die so für Remigration und sowas sind, das war ja angeblich jetzt in Potsdam diese Angelegenheit, ne? Mhm. Habt ihr das mitverfolgt? Habt ihr das geglaubt, was Korrektiv erzählt hat? Oder habt ihr das eher in Zweifel gestellt? Habt ihr auch mal selber gesucht, ob das stimmt, was die da erzählt haben? Nee. Und worüber informiert ihr euch? Welche Medien oder so? Hauptsächlich aus Google, wenn ich irgendwas Bestimmtes suche. Mhm. Aber ja, eigentlich Google. Google. Mhm. Ja, auch Google. Aber Google ist ja eine Suchmaschine. Also die führt ja zu irgendwelchen Seiten. Ja, genau. Ja. Dann irgendwie ja. Welchen Seiten. Also was dann kommt. Ja, ja. Der also, erste Link am meisten. Also Tagesschau oder sowas, regelmäßig auch. Guckt ihr auch nicht. Ja, okay. Nicht regelmäßig. Mhm. Nicht? Ja. Und alternative Medien? Ich weiß nicht, TikTok, so. Also wenn was vom Thema kommt, dann... Kommt ja meistens da auch. Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht Sorge, dass die AfD euch abschieben möchte oder sowas. Das geistert ja durch die Medien, dass alle möglichen Leute, ne, oder? Nee, ne? Ja, krass. Aber was glaubt ihr denn? Warum haben denn andere Leute so eine Angst davor? Ich weiß nicht. Vielleicht manchmal kommt das auch von Trends, dass sie halt dann mitverfolgen, was andere Leute sagen. Aber, dann halt verschlimmern. Also es wird dann mehr erzählt, als eigentlich passiert. Ja, ja. So diese stille Post, ne? Genau, ja. Ja, am Ende genau. Kommt was ganz anderes bei raus. Okay, ja. Ich glaube, ihr müsst auch weg, oder? Alles gut. Alles gut? Okay, ja, ja dann. Was würdet ihr denn sagen? Hat denn Deutschland Migrationsprobleme? Oder ist das wirklich schön bunt? Also persönlich, für mich, ich habe kein Problem damit, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die haben Probleme damit. Also den stört es auch. Und wenn man jetzt sagt, dass pro Jahr, das war ja letztes Jahr so, sind ja 360.000 Leute hier über die Grenze gekommen. Ist das ein Problem? Es kommt halt drauf an. Es gibt Menschen, die können sich benehmen und Menschen, die können sich nicht benehmen. Aber das hat man bei jedem Migrationshintergrund, sage ich mal so. Es gibt auch zum Beispiel Deutsche, die sich nicht benehmen können, ja. Aber auch Deutsche, die sich dann benehmen können. Und ich finde, es geht einfach darum, ob man sich benehmen kann oder nicht. Aber was ist denn zum Beispiel in den USA ist ja so, wenn ich da einwandern möchte, dann muss ich hin und entweder habe ich ein Arbeitsvisum oder ich mache vielleicht eine Green Card Lotterie, aber ansonsten habe ich ja Pech. Und das ist ja, bei Kanada ist das ja so, bei allen möglichen Ländern ist das so. Mit anderen Worten, wenn ich in ein höherwertiges Land wechseln möchte, dann muss ich ein ganz legales Verfahren durchlaufen. Aber jetzt gehen quasi Leute hin und kommen über 8 Ländergrenzen, schmeißen ihren Pass weg und kommen nach Deutschland. Und das muss ja irgendwer finanzieren, ne? Also wir haben ja eine Steuerquote von 50%. Das heißt ja, dass wir bis Juni oder bis Juli, also bis Anfang Juli, gehen wir arbeiten für den Staat. Und der Staat finanziert ja dann unter anderem Leute, die hierher kommen. Also da ist ja die Frage, ist das fair für die Deutschen? Ist das fair für die Deutschen? Ich glaube eher nicht, aber ja, ist halt so. Ja, ich würde auch sagen, also ich habe da jetzt keine bestimmte Meinung drauf, also ich befasse mich nicht groß mit dem Thema, aber ja. Aber fair oder nicht fair? Eigentlich nicht. Also ja. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht fair, ne? Nee. Ja. Ja. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Alles Gute. Ciao. So, die waren schon wieder so nett. Hier sind Leute, so nette Leute. Wir gehen bald mal ins linksgrüne Viertel und da werden die nicht mehr so nett sein, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Oh, oh, oh. Hallo. Dürfen wir euch eine Frage stellen? Ja,
Frage stellen? Ja? Genau. Ja. Ist jetzt ein politischer Schlagabtausch. Ist das trotzdem in Ordnung? Politisch? Politischer Schlagabtausch. Ich komme aus Polen und Politik, fuck that shit. Politik was? Fuck that shit. Fuck that shit! Echt, glaub aber mir. Aber der ist doch jetzt der Tusk, oder? Der Tusk Krieg, ist doch da jetzt? Ich komme aus Polen. Ja. Und das Krieg und das alles, die Inflation, Leute haben Angst hier zu leben. Das ist Deutschland. In Polen oder in Deutschland Angst in zu leben? In Deutschland auch. Ja, warum? Wegen, ja. Wegen Russland? Oder weswegen? Ja, wegen. Ja. Das, für mich, das ist unnormal. Ist das denn nicht ein Stellvertreterkrieg? Der Ukraine-Krieg? Ist das nur Russland gegen Ukraine oder sind das noch mehr Interessenlagen? Ich hoffe, das kommt mehr. Moment. Da. Ah, ja. Okay. Ja, aber ich denke, das kommt noch mehr Kacke. Noch mehr von Russland, meinen Sie? Ja. Aber gibt es denn noch andere Interessen dabei? Also zum Beispiel die USA hat ja den Land-Lease Act 2023. Ja, und Trump kommt zum... Die profitieren ja davon, ne? Ja, jeden Sonntag, ich gucke Nachrichten und glaube... Welche? Welche? Polnische. Ah, ja. Und deutsche. Aber welche aus Deutschland? Vom ARD1 und ZDF. Okay. Und sind die seriös? Ich? Nee, nein. Sie, ja klar, Sie sind seriös. Nein, ARD oder ZDF, sind die seriös? Ich denke ja. Ja? Ja, okay. Also ich hoffe, ja. Nun noch mehr Luge. Ich denke ja so, dass es meistens dazwischen ist seriös. Also beide Seiten haben Propaganda und die ja, Mitte genau, dazwischen das ist stimmt. Propaganda, ne? Das ist. Aber dann, wäre ARD, aber dann wäre ARD und ZDF ja auch Propaganda. Kann sein, dann so sicher ich bin nicht. Und wer profitiert denn vom Ukraine-Krieg außer Russland? Das Putin nur. Außer Russland, außer Putin. Wer profitiert noch? Lukaschenko. Wer? Der vom Weißrussland. Ach, Lukaschenko, ja, genau. Das sind zwei Freunde und Trump auch. Trump auch. Ja, aber Polen ist auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr USA-freundlich sind, ne? Sehr alliiertenfreundlich. Ja, nee, das ist nur die Seite vom NATO. Genau, sehr alliiertenfreundlich. Das waren die auch, also im Zweiten Weltkrieg war das ja auch so. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, genau. Also im Zweiten Weltkrieg war das ja auch so, dass die Polen quasi, die waren ja von den Alliierten geschützt. Nee, da hat erst Deutschland uns angegriffen und das war Zweiter Weltkrieg. Aber warum war das denn so? Also weil der Stalin und Hitler, die haben ja beide Polen angegriffen. Zwei Brüder, ne? Die haben ja beide Polen angegriffen. Ja. Aber warum? Doch, am 1. September 1939. Nein. Erster war Adolf. Dann war Russland. Ja, aber trotzdem. Warum? Wenn am 1. September Polen angegriffen wurde, hat denn dann am 3. September, warum haben denn dann Frankreich und Großbritannien nur Deutschland den Krieg erklärt und nicht der Sowjetunion? Ha, super Frage. Und? Warum? Nein, aber das war Krieg, das ist schon Geschichte. Und das war noch Normandie und alles. Ich habe keine Antwort. Und ich bin nicht so politisch. Entschuldigung, ich gehe mein Gras kaufen. Ah, okay. Ist das schon legal jetzt? Nee, ab 1. April, oder? Aber das ist kein Prima April. Prima April? Nee, das ist kein Prima April. Kein Prima April? Aber dann wird ja Gras legal. Ja. Dann ist, ach so, weil man es dann nicht mehr verkaufen kann vielleicht. Ich will es gar nicht wissen. Nein, das mache ich nicht. Nee. Okay, alles Gute, ne? Tschüss. hat doch keine Hemmung, ne, das hier zu erzählen. Ja, ist Köln, ne? Da geht das. Ja.